Das ist das Hinterzimmer mit diesen Hintergründen. Alle gesetzestreuen Bürger wissen, es gibt ein Gesetz, Epidemiegesetz 1950. Und das im Nachhinein nach Vorhandensein des, des Virus zu ändern, ist ein tiefer Eingriff. Und ich kann einfach kein Gesetz ändern, weil ich der Meinung bin, ich kann es vielleicht nicht finanzieren. Ich kann auch das Strafgesetzbuch im Nachhinein nach einer Verbrechenswelle nicht ändern, weil die Gefängnisse voll sind. Es wird quasi was neu und reduziert geregelt mit weniger Ansprüchen, als es ursprünglich vorgesehen war, was für mich nicht in Ordnung ist. Noch dazu, wenn man es rückwirkend dann beschließt und festlegt. Jetzt zu sagen, wir haben die Pleitewelle hintangehalten mit unseren Maßnahmen, das ist völlig lächerlich. Wenn es mir das Finanzamt schreibt, du musst deine Umsatzsteuer, deine Einkommensteuer nicht bezahlen, sondern sie ist gestundet bis 2. Juni. Das ändert ja nichts daran, dass ich sie bezahlen muss. Das tut mir leid, aber das muss ich so sagen, dass die fachliche Kompetenz vieler Parlamentarier, die letztlich als Parlament dann in Summe Gesetze beschließen, nicht groß genug ist, um dann auch teilweise abzuschätzen, was denn da jetzt alles beschlossen wird. Das heißt, ich müsste nach dem Epidemiegesetz kein Bittsteller sein, wie ich es jetzt bin. So ist es. Genau. So sehen wir das. Wir hoffen, es gelingt. Michaela und Andreas Hämmerle sind Rechtsanwälte aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark. Sie haben das Covid-19-Maßnahmenpaket unter die Lupe genommen und kommen zu dem Schluss, da stimmt was nicht. Denn genau für Fälle wie diese Corona-Krise gibt es das bestehende Epidemiegesetz, das uns eine bessere Entschädigung bringen würde. Erleben wir gerade ein politisches Schauspiel auf Kosten der Rechtsordnung? Die beiden Juristen sind per Videokonferenz zu Gast bei Flo Rudig im Hinterzimmer, für das wir nun auch eine Spendenmöglichkeit eingerichtet haben, da wir diesen Podcast aus eigener, privater Tasche finanzieren. Ihr könnt unsere Arbeit auf hinterzimmer.tv/spende unterstützen, damit wir gemeinsam noch öfter hinter die Kulissen blicken und inhaltlich noch mehr in die Tiefe gehen können. Wie auch jetzt. Los geht's. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich kann mir vorstellen, der Ansturm nach dem vielgeklickten Facebook-Video ist entsprechend groß. Wie viel haben sich jetzt schon entschlossen, etwas zu unternehmen und zu sagen, da will ich klagen? Mehrere Hunderte. Also es sind sehr, sehr viele Kleinunternehmer, die sich informieren, die natürlich am Anfang, bevor man zum Rechtsanwalt geht, auch nur eine Beratung wollen und den Antrag oder die Anträge selbst stellen. Und aber die signalisiert haben, wenn die Anträge, so wie sie gestellt werden, nicht positiv erledigt werden, dass sie natürlich sich an unsere Kanzlei wenden, damit wir versuchen, das durchzusetzen. Mhm. Kann das jeder, wir kommen dann eh noch ins Detail, wie das funktioniert, aber prinzipiell kann das jeder selbst auch einreichen oder ist das sehr kompliziert? Nein, also die Stufe 1 quasi, wo man nach dem Epidemiegesetz, weil wir ja der Meinung sind, dass das sehr wohl danach noch zu beantragen ist, um auch keine Fristen zu versäumen, das kann jeder selber. Brauche ich einfach die für mich zuständige Bezirkshauptmannschaft anschreiben und beantragen, indem man einfach einen Verdienstentgang nachweist mit einem vielleicht einer Vergleichsbilanz oder Vergleichsumsatzzahlen und Ausgaben von Vergleichsmonaten an die Bezirkshauptmannschaft, wo man wohnt. Und dann müsste das bearbeitet werden. Ihr Zugang ist ja jetzt, wenn wir es einmal kurz noch einmal zusammenfassen, Sie haben das wahrscheinlich in den letzten Tagen sehr oft wiederholt, aber können das wahrscheinlich am Punkt formulieren. Das Epidemiegesetz würde eine Entschädigung anbieten für alle im Staate Österreichs. Das wurde aber von einer Covid-Verordnung ausgehebelt. Was stört Sie dran? Ja, prinzipiell ist, man stört uns zwei Geschichten. Ich werde die erste beleuchten, meine Schwester die zweite. Die erste Geschichte ist, dass man zu einer Zeit, wo man verkündet hat, dass ab 16. März die Betriebe geschlossen zu sein haben, das hat man am 13. gemacht, schon gewusst hat, dass man sich als Staat unter Anführungszeichen wirtschaftlich schützen muss und eine Maßnahme vorher beschließen muss, damit die Kleinst- und Kleinunternehmer eben nicht die volle Entschädigung bekommen. Wir reden hier nicht nur vom Umsatz oder vom Verdienst, sondern auch von den Fixkosten. Es ist sehr nett, wenn Kleinbetriebe oder Einmannbetriebe 6.000 Euro in 3 Monaten bekommen, aber es gibt viele Betriebe, die haben 10 Angestellte, die fallen umsatzmäßig, Verdienst- und Einkommensteuermäßig bei allen diesen Verordnungen durch den Rost. Die Fixkosten von 30, 40, 50.000 Euro im Monat laufen weiter und genau diese Fixkosten und genau diese Einbußen wären gedeckt gewesen vom Epidemiegesetz. Und das hat man eben gewusst, dass man da noch was nachjustieren muss, weil im Nachhinein macht es ja keinen Sinn, am 13. was zu verkünden, dass es so gefährlich ist, dass wir zuhaben müssen
und dann der Bevölkerung 3 Tage Zeit geben, okay, jetzt könnt ihr auf gut Deutsch nochmal feiern und am Montag bleiben alle zu Hause. Das war ganz klar, am Sonntagabend ist dann diese Verordnung beschlossen worden und nach dieser Covid-19-Erstverordnung hat man dann eine neue Entschädigung auf die Beine gestellt. Das ist also der Punkt 1, der uns stört und die verfassungsrechtlichen. Ja, wobei ich dazu sagen muss, eben, dass dieses Gesetz, das eben den Bundesminister ermächtigt, das Epidemiegesetz quasi außer Kraft zu setzen, wenn er Verordnungen erlässt, widerspricht in vielen Punkten der Verfassung. Wir sind daher auch schon im eigenen Namen berufen, da dementsprechend an den Verfassungsgericht direkt einen sogenannten Individualantrag zu stellen. Der Punkt ist ganz einfach der, wir hatten oder haben nach wie vor dieses Epidemiegesetz 1950 in der jetzigen Fassung. Das ist nicht außer Kraft gesetzt, das gilt nach wie vor. Das regelt, wie müssen Epidemien angezeigt werden von Ärzten, wie geht man damit um, wie schützt man Kranke und die Allgemeinheit vor den Kranken, vor Ansteckungen etc. Und unter anderem auch, wie ist dann der Verdienstentgang von Unternehmen geregelt, die davon betroffen sind. Und da steht klipp und klar drin, alle Kosten für Dienstnehmer sind zu bezahlen, der Verdienstentgang. Und jetzt frage ich mich schon, wieso muss man, wenn alles bestens geregelt ist, das ist ein meines Erachtens gutes Gesetz, das auch genau für diesen Anlass erlassen wurde, 1950, mit diversen Novellierungen, warum muss man das neu regeln, anders regeln, eine eigene Agentur schaffen zur Auszahlung von Fonds, dann plötzlich das Corona-Kurzarbeitsmodell schaffen, wie wohl eigentlich geregelt wäre, dass alle Dienstnehmer vom Bundesschatz, so steht es im Epidemiegesetz, weiterbezahlt werden. Also es wird quasi was neu und reduziert geregelt mit weniger Ansprüchen, als es ursprünglich vorgesehen war, was für mich nicht in Ordnung ist. Noch dazu, wenn man es rückwirkend dann beschließt und festlegt. Wobei die Tiroler haben ja ein bisschen eine andere Situation, weil ja da schon am 13. die Schließung verordnet war. Wir haben auch fleißig den Virus verbreitet. Ja. Ja gut, ihr habt ihn aber auch nicht erfunden. Das wissen wir mittlerweile. Aber wir haben alles richtig gemacht, wie wir immer gesagt bekommen. Ich hoffe, ihr glaubt es uns. Das Interview habe ich noch vor Augen vom Gesundheitslandesrat. Leider ist er seither für keine Stellungnahme mehr erreichbar. Aber bleiben wir beim Epidemiegesetz. Ist es dann ein bisschen eine Vergabeshow, was wir da erleben? Weil an und für sich gäbe es ja eine rechtliche Grundlage. Genau, das glaube ich auch, dass das so ist, dass man hier ganz einfach versucht, den Bürgern, denen auch nicht vorzuwerfen ist, sich in den einzelnen Gesetzen und mit der Gesetzeslage und auch unserer Bundesverfassung, auch der Gesetzgebung nicht so gut auszukennen, verkauft man hier schnelle, umfassende Hilfe unseres Staates, wiewohl eigentlich schon alles geregelt gewesen wäre. Der Eindruck ist ja auch bei uns entstanden. Also wie die erste Pressekonferenz, da war man ja stolz, ich bin nach wie vor stolzer Österreicher, aber da war der Eindruck, Wahnsinn, die machen viel schneller was, viel, viel intensiver. Effizienter und versuchen dem Einzelnen zu helfen. Im Nachhinein ist man draufgekommen, okay, das ist eigentlich nicht, Hilfe ist okay, aber in so abgespecktem Umfang, dass jetzt, ich habe im ORF-Teletext gelesen, keine Pleitewelle. Jetzt bitte noch 3 Wochen. Jetzt, wer soll noch 3 Wochen pleite gehen? Ja. Die Umsatzrückgänge und die Folgen sehen wir im Herbst. Von den Kleinstbetrieben. Jetzt kann ich Finanzamt stunden lassen, jetzt kann ich Umsatzsteuer nicht bezahlen. Aber bis 31.12. muss das alles bezahlt werden. Dann haben wir nächstes Jahr im Jänner, Februar, März die Konkursanträge. Also das ist jetzt zu sagen, wir haben die Pleitewelle hintangehalten mit unseren Maßnahmen, das ist völlig lächerlich. Und zur Rechtsstaatlichkeit einen Satz. Ich glaube nicht, dass viele Österreicher das Epidemiegesetz 1950 gekannt haben. Auch, glaube ich, auch viele Juristen haben sich damit noch nicht beschäftigt gehabt zum Zeitpunkt 13. März. Aber eine Grundsäule der Rechtsstaatlichkeit ist, dass ich mich auf eine gesetzliche Regelung verlassen kann. Auch wenn ich es nicht kenne, muss ich davon ausgehen, alle gesetzestreuen Bürger wissen, es gibt ein Gesetz, Epidemiegesetz 1950. Und das im Nachhinein nach Vorhandensein des Virus zu ändern, ist ein tiefer Eingriff. Das nennt sich ja, glaube ich, Vertrauensschutz, oder? Ich als Bürger muss mich darauf verlassen können, dass das Gesetz, die Rechtsordnung gilt.
Genau, das ist unser Legalitätsprinzip ganz einfach auch. Und diese Gesetze greifen so massiv in die Grundrechte ein, im Staatsgrundgesetz, in verfassungsmäßig gewährleistete Rechte, dass man sich schon fragt, wie geht's? Natürlich erfordern besondere Zeiten besondere Maßnahmen. Schon klar, jetzt muss was getan werden. Aber ich verstehe nicht, wieso man so hektisch jetzt Gesetze erlässt, wiewohl eigentlich was schon geregelt wäre. Da wäre für mich sinnvoller der Zugang, dass man sagt, okay, da kommt jetzt eine immense Bürde auf uns zu. Wie finanziert Österreich das? Aber hier jetzt einfach Gesetze auch ohne den üblichen Werdegang einer Gesetzgebung zu beachten, wie erste, zweite Debatte, Lesungen im Parlament und. Das wird einfach schnell beschlossen. Punkt. Und dann gilt's. Auch teilweise schon verfassungsgesetzliche Normierungen wurden quasi dort unterschwellig beschlossen, wo ich sage, das ja, führt, ich unterstelle einmal, das führt ein bisschen weit jetzt. Ja. Ich sage auch klipp und klar, wir haben nie Maßnahmen kritisiert, wir sind keine Mediziner. Wir haben nie Ausgangssperren, das ist steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ob das sinnvoll ist, ob man zur Verbreitung, welche Maßnahmen getroffen werden. Aber die gesetzlichen Regelungen und diese Verordnungen, die zum Teil so in Grundrechte eingreifen, die überhaupt nicht notwendig sind. Man hat jetzt ministeriale Befugnisse geschaffen, die so weit zur Bekämpfung über die Bekämpfung des Viruses hinausgehen, die einfach in die Grundfesten unserer Verfassung eingreifen und keiner merkt's. Oder keiner macht was. Ich versuche es einmal von der anderen Seite zu betrachten, auch wenn ich Ihren Ausführungen sehr gut folgen kann. Hat es der Staat als Schutzmaßnahme eingeläutet, weil es ihn sonst finanziell zerlegen würde? Das glaube ich nicht. Auch diese Debatte wurde zahlreich mit unserer Kanzlei auch schon geführt. Ja, wer soll es denn bezahlen? Und das sind wir wieder bei zwei Punkten. Wer ist denn für die Abgaben verantwortlich in unserem Staat? Die Steuerzahler. Die Kleinst- und Kleinbetriebe, die Mittelschicht, die schon einen Großteil des Staatsapparates finanzieren. Gibt es die auf der einen Seite nicht mehr, weil ich jetzt in der Covid-19-Krise das gesamte wirtschaftliche Risiko auf diese Gruppe abwälze, dann zahlen halt die in 2 Jahren keine Steuern mehr. Oder wenn ich von vornherein sage, okay, das geht ja nicht nur Österreich so, über die Grenzen hinausschauen, diese Staatslast ist natürlich da. Also das Problem, dass das auch vielleicht schwer zu finanzieren ist, auch für den Staat, ist uns auch völlig bewusst. Nur man kann es nicht so einfach sich so einfach machen und sagen, okay, wir machen jetzt ein kleines Covid-19-Gesetz, wo wir einen Bruchteil bezahlen müssen. Die 38 Milliarden werden ja auch nicht ausgeschüttet, sondern sind nur großteils nur Haftungsübernahmen. Es ist kein Geld, das der Staat in die Hand nehmen muss. Und wir müssen es nicht bezahlen und die Klein- und Kleinstbetriebe müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Das geht es einfach so nicht. Ja, abgesehen davon wissen wir, ich glaube, da geht es meinem Bruder gleich wie mir, nicht über welchen Bundesschatz, so wie es im Epidemiegesetz steht, Österreich verfügt. Das weiß ich nicht, wie viel wir gespart haben oder auch nicht. Ich gehe davon aus, dass die Staatsverschuldung größer ist als das, was gespart ist. Das ist vielleicht so und das ist aber auch in anderen Ländern so. Wenn man sieht, in Amerika, die haben ja eine neuerliche Staatsverschuldung beschlossen, die ja halt Trumpsche Dimensionen hat. Das wäre ja interessant, also Transparenz, damit man mal zumindest weiß, wie reich Österreich tatsächlich ist oder wie arm, das wäre jetzt einmal Gebot der Stunde. Ja, jedenfalls. Erstens das und zweitens, wenn man offen damit umgeht und sagt, okay, die Krise ist da, wir haben das Epidemiegesetz, wir wissen nicht, woher wir alle entschädigen können, aber da gibt es ja auch mannigfaltige Möglichkeiten, dass man auch nicht das Geld sofort in die Hand nehmen muss. Das heißt, eine Abgabenstundung, wie sie jetzt gemacht hat, bringt kaum Unternehmer was. Wenn es mir das Finanzamt schreibt, du musst deine Umsatzsteuer, deine Einkommensteuer nicht bezahlen, sondern sie ist gestundet bis 2. Juni. Das ändert ja nichts daran, dass ich sie bezahlen muss. Da muss man in dieser Zeit sagen, okay, ein Erlass, in dieser Zeit gibt es keine Abgaben. Das ist eine Umwandlung wäre das, dass man die Unternehmen tatsächlich entlastet mit relativ einer großen Stütze, weil es nutzt nichts, wenn ich später mal was aufnehmen muss. Wir sind ja auch keine Wirtschaftsökonomen. Also ich kann das, ich weiß auch nicht, wie Österreich das finanzieren soll. Aber uns geht es einfach darum, wie Sie richtig gesagt haben, Transparenz. Ich muss sagen, okay, diese Sache, diese Maßnahme, dieses Gesetz wird erlassen. Wir müssen euch schützen, wir machen das. Aber man sagt ja auch gar nichts. Und das kommt mir so ein bisschen... Und ich kann einfach kein Gesetz ändern, weil ich der Meinung bin, ich kann es vielleicht nicht finanzieren. Ich kann auch das Strafgesetzbuch im Nachhinein nach einer Verbrechenswelle nicht ändern, weil die Gefängnisse voll sind. Die im Übrigen jetzt auch geleert werden, damit dort keine Infektionen stattfinden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schafft es eine Regierung so schnell, einer Rechtsordnung nicht mehr
nach dem Vertrauensschutz zu entsprechen? Ich glaube, ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube ganz einfach, dass man durch den immensen Druck auch und die Nichtabschätzbarkeit des Verlaufs der Krankheit panisch einfach die Situation angeht. Und ich glaube, das tut mir leid, aber das muss ich so sagen, dass die fachliche Kompetenz vieler Parlamentarier, die letztlich als Parlament dann in Summe Gesetze beschließen, nicht groß genug ist, um dann auch teilweise abzuschätzen, was denn da jetzt alles beschlossen wird. Weil unser Rechtssystem, unsere Bundesverfassung, es erfordert schon eine gewisse Kenntnis, um dann abschätzen zu können, in welche Bereiche wird jetzt eingegriffen, was wird reguliert. Und wenn ich es einfach nicht weiß, wenn mir einfach auch gesagt wird, das ist jetzt notwendig, das müssen wir jetzt beschließen, reicht vielleicht die Überzeugungskraft eines guten Redners, um dann letztlich auch eine Mehrheit davon zu überzeugen, das wird gemacht. Und so hebelt man schon ein bisschen unsere Verfassung aus. Weil wenn man sich nur die Wortwahl der Verordnungen zum Teil anschaut und in der Geschichte dann etwas kramt, ist das schon eher bedenklich, dass man zum Teil wortgleich mit Erlässen und Verfügungen, die 1917 oder 1933 verwendet worden sind, da sorglos umgeht. Zum Beispiel? Schauen Sie, ein Grundprinzip, was verletzt ist und was wir als Anlass dann gefunden haben, um hier uns einzusetzen, ist, es gibt einen Grundsatz der Gewaltentrennung in unserem Staat. Exekutive, legislative Jurisdiktion, das muss getrennt sein. Durch diese Gesetze schafft man jetzt die Möglichkeit, dass ein Minister, also nicht unsere Legislative, Gesetze ändert, abändert, Maßnahmen setzt, Erlässe setzt und so quasi die Gesetzgebung aushebelt. Da schafft man Möglichkeiten, wo man das Parlament umgeht. Und das geht einfach so nicht. Da muss man sich wirklich vehement auf die Beine stellen und sagen, jede Maßnahme, die notwendig ist, die muss erklärt werden, sie muss finanziert werden, sie muss besprochen werden, es muss transparent sein. Aber ich kann nicht einfach neue Wege gehen, sage ich jetzt einmal in der Gesetzgebung, und sagen, gut, ein Minister oder ein Sekretär, vielleicht ist es dann irgendwer anderer, dem plötzlich was einfällt. Die Polizei letztlich kommt auf die Idee, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das ändere ich jetzt. Da kann ich mich als Bürger und auch als Anwalt, wir haben ja letztlich auch einen, als wir angelobt wurden, auf unsere Bundesverfassung geloben müssen, da kann ich mich nicht mehr darauf verlassen. Und so kann es nicht sein. Da werden wir uns ganz vehement dafür einsetzen, genau so dass das nicht passiert. Was habe ich jetzt da für eine Chance? Was empfehlen Sie, dass sich quasi des Volkes Stimme entsprechend erheben kann? Weil das ist ja auch ein bisschen, ich komme ja auch aus dem Bereich des freien Selbstständigen, man ist Einzelkämpfer, man hat weder Gewerkschaft, man ist nicht formiert, man hat keine Lobby, man ist Bittsteller, man muss sich die Informationen alle selber sammeln. Es geistert hier das Wort Sammelklage herum, das gibt's nicht in diesem Fall. Das heißt, das muss jeder Einzelne für sich einmal, und wir raten auch jedem dazu, sowohl die Ansprüche nach den Covid-19-Verordnungen einmal primär geltend zu machen, weil die natürlich jetzt auch eine Soforthilfe darstellen für viele Kleinst- und Kleinbetriebe. Man kann jetzt nicht sagen, na, macht bitte nichts nach dem Covid-19, weil wenn die 1.000 Euro bekommen, 2.000 Euro, die selbstständige Friseurin, die sie jetzt oder relativ schnell bekommen, ist das natürlich viel wert. Das heißt aber unserer Ansicht nach nicht, obwohl es phasenweise in den Formularen drinnen steht, man verpflichtet sich, keine weiteren Ansprüche zu stellen. Sehr bedenklich. Du kriegst 4.000 Euro Hausnummer, aber unterschreib mir, dass du dann nichts anderes unternimmst. Wird meiner Meinung nach auch so nicht stehen bleiben. Aber bitte alle sollen ihre Ansprüche stellen, nach allen Möglichkeiten. Und am Ende des Tages aber auch nach dem Epidemiegesetz, nach Wegfall der Verordnungen am 14. Fangen ein paar Betriebe schon wieder zum Arbeiten an. Am 1.5. oder am 2.5. soll dann das für die große Masse der Betriebe und am 15. für die Gastronomie gelten. Schrittweise ab dem Zeitpunkt bitte alle Ansprüche geltend machen und einen abschlägigen Bescheid abwarten. Und dieser wird dann naturgemäß, dann braucht man, bis dorthin kann man es alleine machen. Wenn man dann von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft einen Bescheid bekommt, wo drin steht, nein, das ist mit der Covid-19-Verordnung aufgehoben, da gibt es nichts, dann wird der Schritt zum Anwalt notwendig sein. Das ist ja beispielsweise, weil Sie sagen, Sammelklage, dieses Prinzip gibt es in Österreich nicht. Jetzt sprechen manche von einer Sammelklagenaktion. Da gibt es beispielsweise in Wien auch einen entsprechenden Vertreter, die recht gut dann zulangen an die 29%, wenn weitere rechtliche Schritte nötig sind. Wiener Prozessfinanzierer, Atrofin, ja, habe ich gefunden, ist so etwas, das klingt aber auch danach, dass die den Profit geradezu riechen dahinter.
Schauen Sie, wir sehen das so. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass man eben diese Gesetze letztlich quasi zu Fall bringt. Punkt 1 ist eben diese Antragstellung und einen abschlägigen Bescheid erwarten und dann in letzter Instanz den Verfassungsgerichtshof als Einzelner wieder anrufen und sagen, ich habe einen Bescheid, mir ist das nicht zuerkannt worden, was nach dem Epidemiegesetz zusteht. Und dieses Gesetz, das das aber abgeschafft hat, ist verfassungswidrig. Ja? Und da ist für mich die große Gefahr, das sollte jeder tun, weil wenn nämlich die Frist abläuft, ja, und irgendjemand auf die Idee kommt, ja, wir hebeln diese neuen Maßnahmen, diese Gesetze, die da anlässlich dieser Krise geschaffen wurden, aus, dann habe ich den Antrag aber nicht gestellt. Und dann kann das Argument leicht sein, ui, die Frist ist um, hast du jetzt ein Pech gehabt, ja. Das heißt, diese Möglichkeit für jeden Einzelnen ist nicht zu übersehen, die 6 Wochen, das würde ich wirklich eben ans Herz legen, um einfach keine Frist zu versäumen. Und die zweite Geschichte ist die, aber da reicht eine dementsprechende Antrag, also Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof, da überreichen wir heute 2. Diese Gesetzesbestimmungen muss der Verfassungsgerichtshof überprüfen auf seine Verfassungsmäßigkeit. Und wenn Gesetze verfassungswidrig sind oder Verordnungen gesetzwidrig, dann sind die aufzuheben. Ja? So etwas überreichen wir, dann muss man natürlich, das muss von einem Anwalt verfasst sein, sonst komme ich dort zum Verfassungsgerichtshof nicht hin. Aber da reicht, wie gesagt, einer oder so wie 2, auch Wiener Kollegen sind damit befasst. Ich glaube, jeder, der jetzt die Situation erkennt und was tun sollte, macht so etwas. Aber eine breite Masse habe ich auch noch nicht gefunden, weil viele sagen, na, das machen wir jetzt nicht, warum auch immer. Das heißt, ihr geht da schon einmal vor, das würde mir dann eben auch helfen, wenn der Verfassungsgerichtshof entsprechend schon einmal ein Urteil gesprochen hat. So ist es. Genau. Also wir machen das in unserem Namen, für mich und für meine Schwester und auch für ein Unternehmen unserer Kanzlei. Aber die breite Masse der Entschädigungsansprüche, die wird dann zu stellen sein im Instanzenweg nach abschlägigen Bescheiden der BH. Aber das ist ja eigentlich dann ein Wahnsinn, oder? Was da, also würde das jetzt wirklich jeder ernst nehmen, wo in so einer Krise ja doch auch die Notwendigkeit gegeben ist? Ja. Wer soll das alles bearbeiten können? Naja, ich frage mich auch, wer das jetzt bearbeitet, weil es ist ja jetzt eine neue Covid-19-Agentur geschaffen worden. Wer die ist, rechtlich, ist für mich ebenso fragwürdig. Ja, aber ich auch. Ja. Ihr wisst es auch nicht. Nein. Aber ich frage mich, warum soll die... Eine Covid-19-Agentur ist, bis jetzt in der, glaube ich, Zweiten Republik, hat es noch nie eine Agentur zur Gesetzgebung gegeben. Nein, nicht Gesetzgeber, die soll diese Fonds eben auszahlen, aber warum die das machen soll, wie die das machen soll, die Frage stellt sich uns auch, wir wissen es nicht. Es ist sehr viel undurchsichtiger. Wer sitzt dort? Ja? Mich hat das ja schon fasziniert, dass für mich nicht das Finanzamt die Ansprechstelle ist, sondern eine Wirtschaftskammer. Ja. Ich meine, zur Bearbeitung, da sind wir wieder im wirtschaftlichen Bereich, aber man ist als Unternehmer so durchleuchtet vom Finanzamt, durch jeden Steuerberater, durch seine Einkommensteuer, durch die ganze Steuererklärung, ein Knopfdruck reicht, dann weiß ich, was der Unternehmer X im Vorjahr Umsatz, Verdienst, Einkommensteuer, was der bezahlt hat. Wenn ich den so entlasten will, brauche ich niemanden einstellen, brauche ich nur nachschauen in den Daten. Warum passiert das? Wir wissen es nicht. Das macht uns aber etwas nervös, rechtsstaatlich. Ich weiß es nicht, was da passiert, ja? Mir nämlich auch. Ja, verständlich. Und ich frage mich, wie viel Titel der Herr Mara hat, der ja da verantwortlich ist in der Wirtschaftskammer. Das muss eine unglaubliche Konstruktion sein, dass man so etwas dann auslagert, eben auch als Staat. Weil die Daten, so wie Sie sagen, die Daten liegen vor. Ihr müsst ja nicht einmal mich vollständig erklären, dass ich Hilfe brauche. Die müssen das ja sehen auch. Das Problem ist, es haben wir uns vor geraumer Zeit, ich habe es vergessen, weil die Zeit so schnell vergeht, mit dieser Datenschutzgrundverordnung rauf und runter geärgert, weil überall war nur mehr Datenschutz. Und jetzt ist Covid-19, Corona, dieser schreckliche Virus oder auch nicht, auch das weiß ich nicht mehr. Jetzt stellt sich mir schon die Frage, auf einmal gibt es keinen Datenschutz mehr. Wir sollen eine Handy-App runterladen, wir werden können nicht mehr rausgehen, unsere die Daten Polizei, werden irgendwo anders erfasst. Die Polizei darf zu Ostern ohne Durchsuchungsbefehl Haushalte betreten. Ja, das ist angedacht. Also da geht es in eine Richtung, die man einfach schon hinterfragen muss. Das haben Sie, glaube ich, wieder revidiert, nach meinem Wissensstand, aber es war angedacht. Ja. Und allein das Andenken einer Regierung macht mich nervös. Und da fällt mir noch was ein, weil ich muss mich teilweise vor dieser Berichterstattung schon etwas schützen, deswegen schaue ich mir nicht mehr allzu viel an, weil es nur negativ ist.
Aber wenn Sie meinen, ja, wie wird denn das finanziert werden, da komme ich nochmal drauf zurück. Jetzt wird ja wieder angedacht, ich glaube, von unserem Vizekanzler Kogler, Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder einzuschaffen. Da sehen wir schon, der Staat braucht natürlich Geld, aber das kommt dann immer in so einer Randnotiz in der Zeitung. Wobei auch, weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben, es gibt ja auch anlässlich der Corona-Krise ein Corona-Mediengesetz, wo eine massive Medienförderung beschlossen worden ist. Das habe ich gestern rausgefunden im Februar, wo eben, ich kann es Ihnen dann auch noch vielleicht schicken oder zukommen lassen, wo eben die großen Printmedien also Millionenbeträge an Förderungen zugesichert bekommen haben. Will man hier eine Staatstreue kaufen? Ich weiß es nicht. Aber in Summe machen für mich all diese Dinge einen etwas negativen und ein bisschen bedenklichen Eindruck, was unseren Rechtsstaat betrifft. Und weil Sie mich vorher gefragt haben, das war, also es ist im Standard nachzulesen gewesen, ein Gastkommentar bezüglich der rechtsstaatlichen Aspekte, und da geht es um das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 1917. Das Wort gleich mit Covid-19, da ist nur statt Krieg steht Covid-19. Und das lässt schon etwas, sage ich einmal, zum Nachdenken. Ja. Mhm. Wie hoch schätzen Sie, wenn man jetzt erlebt, was alles möglich ist? Hat ja die Politik auch selber angekündigt, das ist ja immer interessant. Welche Erfolgschancen hat man bei so einer Klage, wenn Sie sich so sicher sind? Wir haben relativ oder ein sehr großes Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit nach wie vor. Also der Verfassungsgerichtshof ist schon die, sag ich mal, die oberste Ebene, wo wir einfach fest überzeugt sind, dass das politisch nicht beeinflussbar ist. Ich meine, da ist natürlich politisch besetzt, der Verfassungsgerichtshof. Das wird auch immer von den Parteien irgendwie beschickt. Aber es sind schon Verfassungshüter. Also da vertraue ich schon drauf, dass diese letzte Institution, die die Verfassung hüten und prüfen und schützen soll, solche Dinge aushebeln kann wieder und rückgängig machen kann. Also ich habe großes Vertrauen darin, dass all diese Individualanträge, die jetzt gestellt werden, diese Gesetzesprüfungsanträge Erfolg haben müssen, weil die Kriterien einfach, also für mich ist das eine sehr eindeutige Geschichte. Kennen Sie ein Argument, wonach man da verlieren könnte? Ja, wir würden es kennen, wir sagen es aber nicht. Werden Sie von der Politik dann vielleicht noch gesponsert, damit Sie das bekannt geben? Nein. Aber wenn man das rechtlich sich im Detail anschaut, gibt es wenig Argumente dagegen, vorsichtig formuliert. Also, ja, die Gesetze sind einfach verfassungswidrig. Es hilft einfach nichts. Und selten so klar verfassungswidrig wie jetzt, ja. Was man natürlich durch die notwendige Schnelle an Reaktion begründen kann. Aber wenn man wieder darauf zurückkommt, was wir zuerst gesagt haben und besprochen haben, dass wir eigentlich eine klare gesetzliche Normierung und Lage hatten, hätte man gar nicht so schnell handeln müssen, weil man hätte auf das, was da war, sich gut berufen können. Ich weiß nicht, haben Sie Vergleichswerte von anderen Ländern? Werden da auch bestehende Gesetze außer Kraft gesetzt? In Deutschland gibt es ebenfalls eine Kollegin, mit der ich schon in Kontakt war, die beobachtet das ähnliche Phänomen. Die sagt auch, Baden-Württemberg zum Beispiel hat ganz massiv in Staatsgrundgesetze eingegriffen und die klagt ebenfalls, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, an Verfassungsschutz, Verfassungsklagen bringt die auch ein. Ich glaube schon, dass es in anderen Ländern auch so ist, aber das kann ich rechtlich jetzt genau nicht beurteilen, weil sich die Länder... Wir wissen es zum Beispiel von Klienten auch, die auch in anderen Ländern Niederlassungen haben. Und es ist nicht überall so, dass bestehende Rechtslagen geändert werden, sondern in manchen Ländern wird ganz klar nach den bestehenden gesetzlichen Normierungen auch unterstützt. Und es gibt Länder, wo man es sich nicht erwarten würde, die schon relativ viel Geld auch ausbezahlt haben. Die Schweiz zum Beispiel hat völlig unbürokratisch nach Vorlage dementsprechender Umsatzzahlen, Verdienstentgange, vom Finanzamt binnen 3 bis 5 Werktagen 80% überwiesen. Ein Klient hat mir berichtet, Freitag hat er das abgegeben, Montag hat er 100.000 Franken am Konto gehabt. Kann auch so gehen, ja. Das heißt, ich müsste nach dem Epidemiegesetz kein Bittsteller sein, wie ich es jetzt bin. So ist es. Genau, so sehen wir das. Wir hoffen, es gelingt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass noch einmal nachgefragt, dass der Staat sich das einfach nicht leisten könnte, nach dem Epidemiegesetz zu entlohnen? Zu entschädigen?
Das, wie gesagt, das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Das ist eine Frage, die ja... Und aber wir können auch nicht beantworten, wie lange kann sich ein Unternehmer leisten, keinen Umsatz zu haben. Und wie lange kann sich Österreich leisten, derart hohe Zahlungen wie Mindestsicherung, Notfallshilfen, Arbeitslosengelder und zu bezahlen? Das frage ich mich auch schon lange, wie geht das alles? Ja, wer zahlt das? Und in Zukunft ohne Einnahmen von den Klein- und Kleinstbetrieben. Da muss man ja sagen, diese Schleife kann sich endlos... kann man endlos diskutieren, wer sich was leisten kann. Uns geht es auch nicht darum, ob nach volkswirtschaftlichen Kriterien das zu besprechen. Ich persönlich finde es unfair, wenn man eine gesetzliche Regelung ändert und das wirtschaftliche Risiko vom Staat abschiebt, so gut es geht. Die Leistbarkeit will ich nicht beurteilen. Und damit ich keinen Fehler mache, wie nennt sich es juristisch, wurde das Epidemiegesetz ausgehebelt, abgeschafft, überschrieben, wie nennt sich's? Das Epidemiegesetz ist nach wie vor in Geltung. Das ist bei der ersten Corona-Verordnung vom Bundesgesetzblatt vom 15. März nachzulesen. Paragraph 4 Absatz 3 sagt, das Epidemiegesetz 1950 ist in Geltung. Die Bestimmungen bleiben unberührt, steht explizit dort. Aber wenn ein Minister... Aber ein Absatz davor regelt eben die Entschädigung. Regelt, wenn ein Minister eine Verordnung erlässt, dann werden die Bestimmungen nicht mehr angewendet. Ja? Genau. Das heißt, es gilt, aber wenn ein Minister etwas verordnet, dann wird es nicht angewendet. Und das sind diese Covid-19-Maßnahmen, die verordnet werden. Weil die verordnet werden, wird das Epidemiegesetz nicht mehr angewendet. Obwohl es gilt. Die Bestimmungen bleiben unberührt. Das ist das ist genau das, was fraglich ist, was das soll. Ja. Kennen Sie Vergleichbares, wo der Minister so eine Kompetenz hat? Nein. Das beantwortet alle Fragen. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr geraden, fundierten Einblick. Ja. Bitte. Danke, dass Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben. War sehr gutes Gespräch. Dir gefällt das Hinterzimmer, dann jetzt abonnieren bzw. alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen.